Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Rome Remastered. Und wir machen hier natürlich so eine Art Challenge, ja, sag ich mal, mit den Hunden von Kulan. Obwohl das eigentlich keine Challenge ist, so richtig, ne? Also die zerstören einfach alles. Das ist einfach so. Was willst du machen, ne? Und ich habe gerade festgestellt, dass mein Angus, der Seitenanführer, immer noch lebt. Das ist sehr selten, glaube ich. Also ich... Ja. Kann mich nur erinnern, dass der immer sehr schnell gestorben ist eigentlich. Deswegen haben wir ja ganz schnell wie sage man in deutscher Sprache, diese, die Begleiter da, die man da hat, haben wir ja sehr schnell getauscht, dass er die abgegeben hat für seinen Seitenerben, damit der halt besser drauf ist und so weiter. Ja, wir gehen jetzt halt mal hier hin mit dem Kollegen und machen hier mal einen Turm, damit wir auch hier wissen, wenn hier Schiffe vorbeikommen oder so. Und das werden wir hier auch noch machen an der Ecke. Da oben, glaube ich, brauchen wir nicht. Aber an dieser Ecke vielleicht nochmal irgendwie einen machen, damit wir hier so sehen, was hier an der Küste los ist. Und das ist schon okay. So, jetzt haben wir ja Eboracum. Habe ich doch gesagt. So, haben wir eingenommen. Wir haben noch nicht. Wenn wir Londinium einnehmen, haben wir das Problem, dass hier die Romano-Briten irgendwo auftauchen. Und die müssen wir dann ausschlagen mit einer sehr starken Armee eigentlich. Oh, was sehe ich da? Ach, das ist ja, ja klar. Das ist natürlich doof. Die haben hier jetzt üble Stimmung. Das ist natürlich sehr scheiße, obwohl wir haben die Galloways noch da. Gallow Glasses heißen die, Galloways. Wieso komme ich auf Galloways? Ich weiß es nicht. Also pass auf, ich werde hier einfach mal ein paar hoch machen. Mal gucken, wie weit. Na, das reicht nicht. Schade. Aber machen wir so, bis es 65 ist wenigstens. Ich glaube, das könnte noch mal eben reichen. Wir wollen ja noch einmal hierhin, einmal dahin. Das wird noch ein bisschen dauern, leider. Ne? Der kann sich nicht bewegen. Und der hier, ich weiß nicht, ob der sich schon bewegen soll. Wie viel haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 9. Ist hier was unterwegs? Ja, eine Runde. Wir warten noch eine Runde. Bis der Kollege dabei ist. Und dann, also zwei Runden. Vielleicht verpissen die sich auch nochmal. Man weiß es nicht. Oh, hier steht nochmal ein Fullstack. Alter, leck mich fett. Aber der ist so richtig full. Der ist so richtig full, ne? Extrem fully babulli. 32% haben wir hier, dass der Kollege die Tür aufmacht. Das wäre natürlich auch äußerst schön. Äußerst. Das ist unser Diplomat, glaube ich. Ist er das? Ist er das? Ja, ist er. Diplomatie ist nämlich eine diplomatische Angelegenheit. Also ich würde sagen, wir... Was machen wir denn jetzt? Wir machen mal eine Runde weiter, würde ich sagen. Stopp. Ich will mal gucken hier. Sind wir hier auf sehr hoch? Ja. Wir könnten noch mal eben einen tiefer gehen. Das könnten wir natürlich auch machen, ne? Wie dumm von mir. Wir könnten auch an dieser Stelle vielleicht noch mal hier was ausbilden, weil nächste Runde ist hier der Waffenschmied fertig. Das heißt, es gibt noch mal bessere Fernkampfwaffen und verbesserte Rüstung gab es ja noch dabei. Das habe ich ganz übersehen in den letzten Folgen. Das wird ja auch nochmal die Rüstung verbessert hier, wenn wir den Waffenschmied hochgemacht haben. Und das ist dann auch gut für uns, ne? Deswegen, ich mach mal hier nochmal einen rein. Ich mach hier auch nochmal einen rein. Haben wir die Gole? Ne, wir haben die Gole nicht. Das ist natürlich doof. Deswegen machen wir jetzt einfach mal eine Runde weiter. Wir warten auf jeden Fall noch auf den Kollegen da. Der hat sich tatsächlich verpieselt. Das macht die Sache sehr einfach für uns. Theoretisch. So, hier ist ein Kollege dabei. Ah, der ist hier hochgekommen. Ja, das ist aber schön, mein Freund. Geh du mal hier hin. Ach so, nee. Ich habe falsch genug gedrückt. Ich bin... So, mein Freund, jetzt haben wir 10. 2, 4, 6, 8, 10. Der Kollege hat hier... 2, 4... Das ist... Also, meine lieben Liebenden, ich werde euch sagen, es wird eine Schlacht werden. Jawohl. Konal der Mörder. Vielleicht kann der Mörder nochmal irgendwas mördern hier. Kann der irgendwas machen? 48%. Er wird nicht
Ist nicht viel, ne? Londinium, sehe ich jetzt auch keinen Grund, da irgendwas zu zerstören. Finde ich doof. Alles, was wir da zerstören, müssen wir auch wieder reparieren, ne? Ist ja klar. So, ist hier irgendjemand drin? Ja, hier ist was drin. Oh, ihr seid's. Naja, herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, diese beiden haben wir dann gleich schon mal als Reparaturmöglichkeit sozusagen. Boote bereit, du kannst mal hier hingehen und kannst dich wahrscheinlich hier auch mal fortbilden lassen. Da gibt es nämlich jetzt super geile Sachen. Wir werden natürlich, wir haben 500 Mark. Also die, am wichtigsten wären die Schiffe, glaube ich. Und danach halt die Bauern. Um sich fortbilden zu lassen. Das passt sogar, super. Guck, wir haben jetzt hier silberne Schwerter, eine Rüstung hier, das Schild und Erfahrung. Also das ist schon recht gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Schmiede hier mehr auszubauen. Jetzt wollen wir nochmal gucken, was haben wir hier. Die steigt auch bald auf, die Stadt. Das heißt, wir müssen in der nächsten... Oh, wir haben so wenig Geld. Wieso? What the fuck is going on? What the fuck? Egal, wir haben ja die Steuern nur auf hoch wahrscheinlich. Aber pass auf. Wir gehen hier nochmal schnell an dieser Kante. Reicht das? Ja, das müsste reichen. Wir gehen hier an diese Kante. Wir haben kein Geld mehr für den Turm. Das ist natürlich äußerst unpraktisch. Können wir irgendwas... Sollen wir irgendwas, ist die Frage. Oder ist uns das alles wichtiger erstmal? Wir könnten hier eine Einfehlung... Ist das im Bau gerade? Ja, das ist noch im Bau. Wenn wir das hier erstmal wegmachen, haben wir wieder 1200 auf dem Konto. Das heißt, wir könnten den jetzt hier mal eben das Ding bauen lassen. Und dann kann er sich auch schon wieder verpissen, sozusagen. Ne? Dann haben wir schon mal, wenn der Angus noch überlebt, so lange... Und der hat schon sehr lange überlebt, muss man einfach sagen. Ne? Habe ich nicht mit gerechnet, dass er so lange überlebt, ganz ehrlich nicht. Also muss ich schon sagen, das ist schon äußerst praktisch. Hier haben wir die Einfehlung gebaut, hier können wir vielleicht nochmal so einbauen. Und hier bauen wir sowieso so ein. Oder bauen wir hier nochmal irgendwie was anderes. Haben wir hier noch was, Übungsplatz brauchen wir nicht, Händler. Einen Händler brauchen wir, ne? Und eine Taverne auch. Und den heiligen Schrein. Immer gut, ne? Wir machen in der nächsten Runde trotzdem nur 267 Mack. Wieso? Haben wir so viel teuer alles? Ja. Egal. Wir machen einen kleinen Schnellspeicherstand. Mit Steuerung S können wir das erledigen. Und dann gehen wir hier rein ins Inferno. Die Kollegen sagen zwar hier, es steht auf Messerschneide sozusagen, ne? Halb und halb. Weißt du, wie beim Gehacktes. Und bei uns macht das nichts. Ihr werdet schon sehen. Ich meine, die sind zwar mit den Pilern hier, könnte das, also das, man weiß es nicht. Aber wir haben noch einen General. Mal sehen. Wir gehen mal rein, wir tun mal so, als wenn wir von nichts wüssten. Den General, der sich ein wahres Bild seiner und der gegnerischen Streitmacht machen kann, bezwingt man nicht so leicht. Einheiten können sich im Wald verstecken und sind so für ihre Feinde unsichtbar. Nutzt diese Deckung, um arglose Armeen anzugreifen. Gibt es denn arglose Armeen? Also nach meinem interessant, würde ich sagen, die Kollegen wollen immer irgendwie was. Wenn eine Armee unterwegs ist, dann macht die auch was, ne? Dann hat ja was vor. Die stratzt ja nicht alleine darum, einfach so, ne? Die gehen ja nicht spazieren. Ach, warte mal, ich mach mal Pause. Heute Nacht feiern wir, heute Nacht trinken wir, heute Nacht ertränken wir uns in Bier. Aber zuerst müssen wir im Blut unserer Feinde baden. Ganz genau, so sehe ich das auch. Und merkt euch vor allem eins, unsere Vorväter sehen uns zu. Sorgt dafür, dass sie sich nicht schämen müssen. Weg, weg, weg. Wie meinst du denn das jetzt? Also pass auf. Es ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, was er hier gerade, wo er hier gerade filmt. Das sieht sehr scheiße aus. Aber wir hätten jetzt warten können auf besseres Wetter und so. Aber weißt du was? Ich glaube, wenn man hier jetzt die Kollegen hat
Und somit also. Berserker-Kommander. Und somit ist gegeben, ist, dass hier also ein kleiner Schneesturm oder sowas ist. Das könnte doch bedeuten, dass die. Dass die Kollegen hier. Dass die Kollegen hier, also die Gegner zumindest, mit ihren Fernkampfwaffen ein bisschen eingeschränkt sind. Und das wäre natürlich gut für uns, ne? Wir schlachten mal die Stadt. Da sind die Kollegen. So, dann schauen wir mal, die kommen jetzt hier rum ums Eck. Und wir machen, glaube ich. So, haben wir da noch welche? Ne. Da waren jetzt keine mehr. Ne? Das ist im Wald, ist natürlich ein bisschen doof. Berserker! Vorwärts los! Berserker. Schnell! Berserkerbande! Macht sie nieder! Wir greifen einfach an. Schlachtet sie! Macht sie nieder! Befehle erfüllt! Macht sie nieder! Vorwärts los! Die kann ich ja jetzt leider nicht mehr steuern. Guck mal, die laufen, Alter, wie die Hasen. Guck mal, ratzfatz ging das hier oben. Die haben einfach keinen Bock mehr, ne? Feindliche Kriegsherr flieht vor unseren Kriegern. Wo sind die denn? Greift an, jagt die anderen hinterher. Ja, das war's. Die Armee flieht. Jagt sie. Wir jagen sie, da kannst du auch mal glauben. Wir wollen den noch haben, vielleicht den General noch erwischen irgendwie. Auch wenn das vielleicht nicht klappt, ich weiß es nicht. Man wird sehen. Wir wollen mal hier gucken, ob das geht. Lauf! Das wird wahrscheinlich nichts. Ne? Was natürlich sehr schade ist. Beeilung! Macht hinne! Das ist so krass, Alter. Das ist so krass. Okay, das wird nichts. Dann gehen wir hier rauf. Dann gehen wir auf die drauf. Gucken, ob wir die ein bisschen aufhalten können vielleicht. Guck's dir an! Das sind nur drei Mann oder so. Die sind gar nicht in der Schlacht gewesen, die Kollegen. Da habe ich irgendwie vergessen. Die Bengel. Wie die einfach zerstören hier. Guck mal, die zerstören einfach alles. Guck mal hier, die gehen einfach rein und machen sie platt. Zack, zack, zack. Ay caramba, sage ich dann nur. Irgendwo läuft noch einer. Nein? Wir müssen nicht mehr kämpfen. Alles gut. Der Feind flieht Hals über Kopf und der Sieg gehört euch. Und wie? So, habt ihr gesehen, was ich meine? Wir haben hier ein bisschen Verluste gehabt. Aber das war gar nicht mal so schlimm. Erfahrung haben wir leider nicht bekommen, obwohl die... Ach, die haben Verluste, 14, ja, okay. Verluste geheilt. 6 immerhin. Keine Erfahrung, keine einzige Erfahrung.
137 Männer haben die gekillt und haben keine Erfahrung bekommen. So ein Scheiß aber auch. Okay, die sind ja auch schon Stufe 1. Aha. Also eine Erfahrung haben die ja schon. Von Anfang an. Also ich meine ich jedenfalls. Müssten alle haben, ja. Theoretisch. Also das Einzige, was bei diesem Spiel mir gar nicht gefällt, sozusagen, ist hier die... die Geschichte, du gehst mal da wieder zurück und lässt dich da fortbilden. Das wäre sehr gut. Dann kannst du dich nämlich hier jetzt fortbilden lassen. Ja, hier nochmal vorne hin. So. Und dann kommen die beiden ja nächste Runde. Wollen wir auf die noch warten? Das heißt, wir müssten nochmal zwei Runden warten. Wir könnten die natürlich auch wegklatschen hier mal eben. Oder eigentlich spielt es keine Rolle, wir können die schon mal belagern, weißt du? Wir belagern die, glaube ich, schon mal. Genau, werden hier mal schon ein paar Sachen bauen. Wir können drei Stück bauen, ja, okay, machen wir auch. Warum nicht? Gegen Londinium müssen wir vielleicht ein bisschen anders vorgehen, vielleicht. So, den haben wir gemacht, den haben wir gemacht. Da wird auch nichts passieren, glaube ich, hoffe ich, sehr hoch. Steuern wir trotzdem nicht, guck mal, ein 100er mehr oder was wir da haben. Okay, also wir haben auch sehr viel Dings, aber es wird sich ja nochmal ändern gleich durch die Kollegen hier. Feindarmee vertrieben, das ist schön. Das werden wir gewesen sein, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Krieg erklärt, wer denn schon wieder? Sarmaten, den Langobarden. Das interessiert uns auch nicht wirklich und das interessiert uns jetzt auch nicht wirklich. Also, naja gut, der Armeeunterhalt ist teuer, ne? Aber ihr habt gesehen, wir haben hier so eine... Wir haben die eingeatmet, ne? Wir haben die sowas von eingeatmet. Ich denke mal, ich hoffe mal, also ich will mal, ich spekuliere einfach, dass hier mal vielleicht ein Kaufmann steht noch. Den wir vielleicht killen könnten. Tut aber leider keiner stehen. Tut keiner stehen, du. Das ist natürlich hart. Häuptling von Häuptlang. Geh mal da rein und guck mal nach, ob wir euch hier fortbilden können. Nein, können wir nicht. Aber dann könnt ihr euch zu dritt auf den Weg machen. Zumindest mal hier hin. Und dann sehen wir weiter. Nicht wahr? Jawohl. So, hier. Wir haben ja Geld. Wir haben ja ein bisschen Geld. Reicht das Geld denn für irgendwas? Weil wir müssen so schnell wie geht hier, wir müssen Kohle sammeln, damit wir dieses Gebäude hier gleich aufwerten können, wenn diese Stadt wächst, ne? Aber im Moment scheint sie gar nicht mal so zu wachsen. Wir hatten gerade schon 11.500 irgendwas. Also scheint hier alles in Ordnung zu sein. Wir gehen jetzt mit dem Kollegen. Der lebt halt immer noch. Ich weiß nicht, was der macht. Wir gehen mit dem nochmal hier an der Küste lang. Wir wollten ja hier nochmal irgendwie was hinstellen und dann kann er wieder zurück. So, hier ist nix. Die haben jetzt Schilder hier. Das ist natürlich sehr gut. Man müsste eigentlich mit unserer ganzen Armee noch einmal dahin und die alle fortbilden lassen. Und dann können wir hier den großen Rundumschlag machen quasi. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal irgendwie so einen Kaufmann mit mir besorgen, damit der hier gleich dahin kann. Oder habe ich vielleicht sogar irgendwo einen? Das kann natürlich auch sein. Dass ich schon mal irgendwo einen gemacht habe. Habe ich aber nicht scheinbar. Gut. Also naja, nicht gut, aber okay. So, ist unser Kollege ist immer noch da drin. Es steht im, konnte die Tore leider nicht öffnen. Ne? Das ist ja sehr schade. Da sind auch nicht mehr so viele drin. Ihr habt gesehen, wir haben die einfach in die Flucht. Die sind einfach weggelaufen. Die sind einfach gerannt. Die haben gesehen, oh mein Gott, die kommen. Und schon waren sie, weißt du, im Arsch. Und jetzt wird es auch höchste Zeit, dass wir hier eine neue Stadt einnehmen. Das wäre äußerst klug. Weil nämlich die Kohle knapp wird. So, hier rein. Wir sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also allein mit denen hier, wir würden alles platt machen. Wir machen einfach alles platt. Ich schwöre, wir machen alles platt. Was machen wir? Wir machen alles platt. Wir machen alles platt. Geh mal hier hin, bitte. Ich würde gerne auf den Zipfel da. Geht nicht, ne? Wir haben kein Geld für einen Turm. Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir irgendwo was wir noch nicht... Was wir jetzt mal abbrechen könnten, so bautechnisch? Was kostet der denn? 250? Würde das reichen? Nee, ne? Das wären 385. Ne, das reicht nicht. Der ist gleich fertig. Den möchte ich eigentlich nicht abbrechen. Also, vergiss es. Vergiss es bitte. Dann tu mir doch lieber hier den Kaufmann rein. Alles gut.
Und die beiden Bauern hier kannst du auch nochmal fortbilden. Den hier nicht. Den können wir mal eben auflösen. Es gibt nämlich Kohle. Was hältst du davon? Wir lösen den Trupp hier auf. Zack. Das hatten wir eh vor. So. Jetzt haben wir 95. Die kosten nämlich auch Geld, weißt du? Und dann können wir die auch gleich auflösen. Die Fernkämpfer sind nämlich auch teuer. Und schon sind wir wieder im Plus, ne? Hier haben wir doch auch noch was. Haben wir hier nicht irgendwo... Ah, hier. Die Yellow Glasses, guck mal, die kosten 124 jede Runde. Die können wir jetzt, glaube ich... Nee, das ist noch... Oder? Raus damit. Scheiß drauf. Der Kollege geht schon mal wieder hier aufs Bödle. Wie sieht's dann aus hier? 80, ja, es ist eng. Es ist sehr eng. Wir haben aber 95 Mark auf dem Konto. Dann pass auf. Dann geht das nochmal weg hier bitte und den auch. Dann habe ich immer noch 385. Ach, erst nächste Runde habe ich ja Geld. Ja, okay, pass auf. Nee, ich bin hier, ich verrenne mich schon wieder in irgendwas. Mach den und den und den. So, dann sind die fortgebildet, alles gut. Kannst du sogar noch einen davon bauen, von mir aus. Hier haben wir schon genug drin. Hier oben, ja, da müssten noch welche rein, theoretisch. So, dann fährst du mal bitte hier in den Hafen. Und holst den Kollegen ab. Und dann fährst du die hier an Land. Oder du wartest eine Runde. Und fährst die dann hier unten an Land oder so. Mal sehen. Ich weiß auch noch nicht. Ich würde aber lieber im Hafen bleiben jetzt. Sicherer, ne? Wegen der Sicherheit und so. Machen wir die Schlacht noch? 20 Minuten? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die Schlacht machen wir in der nächsten Runde. Hier stehen schon Schiffe bereit. Wir müssen also vorsichtig sein. Hier steht schon mal nichts. Wir können den Kollegen hier mal nach uns wieder hier hin zurückbewegen. Hier ist auch kein Dings an Bord. So, also, wir haben nächste Runde. Nächste Folge werden wir hier ein Londinium einnehmen. Da kannst du auch einen drauf lassen, du. Wir haben hier einen Runden- und Rekrutierungsbericht. Das brauchen wir. Das schenken wir uns einfach. Wir haben hier ein bisschen Plus noch. Also, wie gesagt, es wird höchste Zeit, dass wir hier Gas geben. Also, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.